Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, zum 15. Part mittlerweile schon. Ach ja. Entschuldigung. Ich muss sagen, ich freue mich zugleich, wie ich mich auch nicht freue. So, das könnt ihr euch jetzt selber auseinandertüdeln, wie ihr wollt. Ja, es passiert einiges und es passiert weniges, ne, in der Welt. Und jetzt ist ja passiert, dass YouTube mir die Monetarisierung rausgehauen hat aus allen Videos, weil ich keine 10.000 Aufrufe habe im allgemeinen Sinne. Ist weniger schlimm, ich mache das trotzdem hier weiter. Aber ich finde das natürlich schade. Es ist ja im Moment sowieso das Monetarisierungsproblem bei vielen. Und ich will da nicht auch noch drauf eingehen, wenn ihr das darauf eingehen möchtet oder selber was erfahren möchtet, kann ich Mr. Herr Newstime oder wie der heißt, empfehlen. Oder gerne auch mal bei Gronkh vorbeischauen, der hat dazu auch noch ein Video gemacht mit der Monetarisierung. Ich glaube, Phil Floyd hat auch eins gemacht. Dann hat auch noch der von Gamesünden ein Video dazu gemacht, also Gamesins oder sowas. Also, wie auch immer. Auf jeden Fall, guckt gerne mal bei YouTube rein, da ist genügend was darüber. Ich möchte das jetzt nicht nochmal erläutern selber. Aber ich finde es halt schade, dass das hier so, ja, weit kommt. Egal, ich werde weitermachen, ganz normal wie gehabt. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich werde deswegen nicht gleich meinen Kanal schließen oder sonst was, aber ich finde es halt schon schade, dass YouTube das macht quasi. Ja, man wünscht sich halt natürlich mehr eigentlich. Ne? So. Und bevor jetzt jemand sagt, von wegen haben wir auch so weinerlich zu reden, ich bin verschnupft. Das hat nichts mit weinerlich zu tun. Oder dem habe ich Schleim in Hals, das ist auch nicht schön. So. Aber bevor wir wegen meinen gesundheitlichen Kram reden, kümmern wir uns doch lieber erstmal um das Spiel mehr. Ich bin extra auch mal ruhig. So viel zum Thema, ich bin extra mal ruhig. Ich wollte sagen, ich bin extra mal ruhig, weil ich dann mich besser konzentrieren kann, aber ja, hat ja gerade nicht so viel gebracht, würde ich mal behaupten. Naja, ich möchte aber mal mit einem anderen Thema noch bei euch mal ankommen. Das ist nämlich das Thema Vertrag oder Prepaid. So, klar, man muss bei beiden eine Art Vertrag unterschreiben, das ist mir klar. Aber darum geht es ja, ich meine jetzt wegen den Kosten und was ihr nutzt. Das würde mich mal ganz dringend interessieren, da ich ja, wie soll ich sagen, immer mal nach einem besseren Telefon... Ja, Vertrag suche, ganz blöd gesagt, beziehungsweise eine bessere Telefonkostenkontrolle habe. Und ob ihr mir da einen empfehlen könnt, wo ihr sagt, ja hier, der ist perfekt, den könntest du mal nehmen als Handyvertrag oder das ist die perfekte Prepaid, also von eurer Sicht her. Weil, ich sag mal so, ich bin einer, der sehr viel telefoniert, gerne mal. Allerdings schreibe ich auch sehr viel im Internet, das wisst ihr auch, wenn ihr mein Facebook und mein Twitter habt. Folgt. Das ist aber auch nur, wenn irgendwie gerade der Tag total am Ausrasten ist. Ja, und ansonsten, was soll ich noch sagen? Ach ja, genau. Ansonsten habt ihr noch die Möglichkeit, mir zu schreiben, von wegen, hey, es gibt extra eine Prepaid. Es gibt extra eine Prepaid nur für Internet. Und 50 Sale, aber ich habe nicht 15 Münzen. Egal. Nee, was soll ich sagen? Ach ja, genau. Es gibt extra Prepaid-Karten für Internet. So, und bevor ich jetzt sage, dass sowas gibt es nicht, doch, sowas gibt es tatsächlich. Es gibt extra Karten, die nur rein fürs Internet empfangen ist. Hat mich auch ein bisschen schockiert, dass ich das nicht schon früher wusste, geschweige denn hatte, sowas. Wäre ganz praktisch gewesen, weil ich sehr viel Pokémon Go in der letzten Zeit gespielt hatte. Und da wäre das echt prima gewesen, so eine Prepaid-Karte zu haben, die... Ein, das ermöglicht, sehr viel Internetguthaben zu haben.
gefeilte Internetleistung. Zwar wohne ich auf dem Lande, heißt die Internetqualität ist sowieso nicht so hoch. Aber trotzdem würde ich mich doch schon gerne darüber freuen, wenn ich da immer so, ja, 3 Tage hintereinander Pokémon Go spielen könnte, theoretisch gesprochen. So. Mann, ich bin echt ein bisschen nicht ganz gesund. Ich muss vor allem mal was nachgucken. Okay, Aufnahme läuft, Mikro ist auch an. Bevor ich hier wieder ins Leere quatsche. Ihr denkt daran, ich habe in Part 13 und 14 von Platinas Kette nämlich den Ton vergessen. Und sowas soll mir bitte nicht wieder passieren. Ich hatte schon des häufigeren sowas. Mal waren es nur kleine Aussetzer, da habe ich dann das mal nachsynchronisiert auch. Und ja, da käme ich dann auch zu einem nächsten Thema. Thema Synchronsprechen. Ich suche ein paar Videos, die ich synchronisieren kann. Vorrangsweise natürlich welche mit männlichen Sprechrollen. Weil ich mich am Synchronsprechen versuche. Ich habe zum Beispiel der Beyond Good and Evil, den zweiten Teil, habe ich mir mal den E3 Trailer genommen und habe da den Affen und das Schwein mal, ja, versucht zu synchronisieren, sag ich mal. Ganz blöd. Ist mir, wenn ich es jetzt selber sage, relativ gut gelungen. Erst recht diese Stelle, wo das Schwein sagt, haha, der Affe hat ein Date. Weil das so plump kommt halt. So, wenn ich das weiß, war es rote Herz, ne? Genau. Ich brauche nämlich ein paar Münzen. So. Ich gehe mal ganz kurz drüber und guck nochmal, welche Herzen das hier sind. Halbes. Halbes, okay, also kann ich noch einmal ran. So. Da haben wir ein bisschen Geld geholt. Ich hole mir noch mal ein bisschen Leben. Weil im Moment sieht der Run nicht so blumig aus, was Geld anbetrifft. Na. Nee, aber zum Thema nochmal zurückzukommen. Synchronsprechen, genau. Falls ihr da irgendwie mal ein paar Clips habt, wo ihr sagt, hey, das würde ich gerne mal mit einer deutschen Stimme hören. Zitat, die muss nicht unbedingt berühmt sein. Dann lasst mich das gerne mal wissen, dann versuche ich das halt so gut ich halt auch das kann. Zu machen. Ein kleines Problem ist halt nur, dass mein Mikro rauscht. Falls mir jemand sagen kann, wie ich den PC-Lüfter leiser kriege oder überhaupt den PC-Lüfter irgendwie so hinkriege, dass er nicht mehr zu hören ist, kann mir da auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Das wäre ganz praktisch, weil ist echt ein bisschen, ja, auf gut Deutsch scheiße halt, dass der PC-Lüfter in jeder Folge, in jedem Video, was ich im Moment in letzter Zeit mache, vorkommt quasi, dass er da reinrödelt, sag ich mal so. Man hört ihn zwar nur ganz dezent, wenn man es nach einer Weile aushält, kann man sagen, okay, man kriegt es schon gar nicht mehr mit bei den Let's Plays. Aber es ist halt echt schade, wenn man irgendwie sowas macht, wo man wirklich synchronisiert und man wirklich komplette Ruhe haben muss, quasi. Damit das halt nicht in dem Video oder in der Synchronstelle vorkommt, dieses Rauschen. Na gut. Wichtig sei noch gesagt, wenn ihr sowas macht von wegen Synchron, Video mir zuschickt. Es muss eins sein, wo ihr das Video als Rohmaterial habt, das heißt komplett mit Hintergrundmelodie USW und einmal da, wo die Figuren quasi sprechen. Da ich quasi das Rohmaterial nehmen kann, die Melodie und alles, um halt im Hintergrund das, ja, hinzupacken wir die Melodie, falls ich dann irgendwie so eine Aufnahme habe, wo ich merke, okay, da muss ich die Soundspur noch wieder hinterlegen. Weil, keine Ahnung, das zu laut ist, die Stimme im Hintergrund von den Figuren. Na, wie dem auch sei. Lange Rede, kurzer Sinn auf jeden Fall. Schickt mir da mal ruhig eure Videos zu, wo ihr sagt, das muss, das soll, das möchte ich. Und ich guck mal, was ich machen kann, beziehungsweise was sich machen lässt. Das nehme ich mir jetzt nicht. Das ist, glaube ich, das Auge, was Laserstrahlen schießt. Deswegen nein, danke. So, und da renne ich doch lieber nochmal gegen den Plutomat, wollte ich gerade sagen, also den, der mir, wisst ihr was? So, spare ich mir eine lange Strecke.
So, jetzt haben wir 13 Münzen. Oh, ich hasse das, dieses Längslaufen, ne? So. Und wenn wir Glück haben, haben wir gleich 15 Münzen und können uns was ganz Tolles im Shop kaufen dann. In der nächsten Ebene. Wobei mir einfällt, ich bräuchte mal einen Schlüssel. Nee, aber ich krieg eine Trollbomb. Na gut. Wie dem auch sei. Naja. Ich habe zwar jetzt ziemlich viel Schmarrn gelabert, wahrscheinlich, aber trotzdem. Das muss alles mal sein, dass ich das erwähne, weil halt das aktuell ist, quasi auch. Da ich mich halt daran versuche, an Thema Synchronsprechen, USB. Anderes Thema ist noch, was war denn da noch? Gott, ich habe so viele Themen heute. Kurz nachgedacht. Ich komme jetzt nicht drauf, verdammt. Aber nicht in einem anderen Video, falls mir dann wieder einfällt, was es war. Wie dem auch sei, wir schaffen es heute, hoffe ich, doch mal den Run sehr weit zu bringen. Auch wenn ich nicht wirklich gerade so talentiert weit komme gerade. Naja. So. Und da haben wir mal ein Ziel. Range up. Wir sind in der Kiste, okay. So, Schlüssel für den Shop und Schlüssel für den Goldraum brauchen wir. Vor allem, ich habe ja Poison Touch, das heißt, wenn mich jemand berührt, geht der Schaden. Das Problem ist halt, ich verliere trotzdem Herzen. Also, ich wollte das in Kombination mit einer anderen Sache noch. Ah, toll. Hier ist doch. Ach so, das ist nur die Anzahl der 10. Ohaha, ich pack mal die Bombe inmitten des Raumes. Danke, Spiel. Alter. Oh Gott, ja okay, das war klar. Alter, ich krieg hier richtig was. Okay, ich kann diese Viecher einfach nicht ab, okay? Ich nenne es mal Viecher, ich weiß nicht, ob die einen speziellen Namen haben. Falls ja, könnt ihr es mir gerne auch mal schreiben. Gut, nichtsdestotrotz kommen sie hier gleich nochmal vor. Ich werde nicht mehr. Ja, hier Poison Touch. Oh Gott! Ich muss echt ruhig sein, um das zu kriegen, ne? Gott. Für Justice. Ja, das lasse ich doch. Jetzt brauche ich noch einen Schlüssel für den Goldraum. Oh, oder ich komme in so einen komischen Raum, wo diese... Ah, verdammt. Da bin ich doch im letzten Part schon gestorben. Der Witz wird langsam alt. Oh Gott. Bitte. Oh Mann. Echt jetzt? Mit einem Herz soll ich das... Nicht wahr, ne? Leute, wünscht mir Glück. Bringt ja eh nichts. Damage up. Hey, wir machen jetzt rote Tränen übrigens. Ich
gerade so Binding of Isaac allgemein, so die Spielereihe, nicht irgendwie eine Art Testraum hat, wo man alle Items mal testen kann in Kombinationen. Da könnte man sich quasi die Kombinationen schlechthin aufschreiben, die man gerne mal in einem Run hätte. Nicht, dass es wichtig wäre, aber wäre doch interessant. Ja. Oh Gott. Oh, das Spiel hat doch noch ein Herz. In zweierlei Hinsicht. Oh, ich hasse die. Schießen die diagonal oder vertikal? Diagonal oder vertikal? Moment, ich glaube, das ist dasselbe, oder? Verdammt. Nee, doch nicht. Gott, raus aus der Ecke. Ach so, die schießen in so ein... Ah, Gott. Ja, gut, in so ein Achtkant schießen, dann kann ich sowieso nicht ausweichen. Weichen. Yay, ja, kommt Freude auf. Oh, Gott. Nicht echt jetzt, ne? Okay. Oh nein, auch noch der. Ach, muss das der sein? Nein! Der ist direkt. Der ist direkt auf mich gesprungen! Nein! Wir sind an ihm gestorben! Oh, goodbye, Crew World! Ja, wir sind leider an ihm gestorben. Gut, dann würde ich sagen. Ja, hier. Back to Main Menu. Ja, wir gucken mal in die Collection. Da hat sich auch einiges getan. Ja. Einiges ist gut. Kann ich das eigentlich. Nee, das wollte ich nicht. Nein, also ich kann nicht mit Pfeiltasten hier durchgehen. Ja, sehe ich auch nicht. Okay. Aber wir haben schon. Ja. Ich würde mal jetzt behaupten, die Hälfte des Sets frei. Von Stuff Found. Ja. Stats. Nicht schlecht. Ich bin schon 26 Mal gestorben. Items. Ah ja, 67. Und Warm Kills. Ja. Nicht wirklich viel. Wir gucken mal die Secret Found. Lil Shubby has Epi Raid in the Basement. Mr. Mega has Epi Raid in the Basement. Mom's Contact has appeared in the basement und so weiter. Falls ich das noch nicht wieder drauf eingegangen bin in den letzten Parts, deswegen. Die habe ich ja unlocked. Oh. Nichts Besonderes mehr, aber. Oh. Endings haben wir noch gar keins, weil noch nicht geschafft. Gut. Da will ich jetzt sagen, nichtsdestotrotz, auch wenn ich noch Zeit hätte, mache ich an der Stelle Schluss. Ich mache noch ein kleines Spiel für mich selber, weil. Ist ja auch nicht verboten. Ne? Von daher würde ich sagen, verabschiede ich mich hier an der Stelle schon mal. Würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao.